Das Riese und Müller Modell Supercharger wurde für 2020 in vielerlei Hinsicht erneuert. So gibt es beim Supercharger 2 nun den neuen Bosch CX Motor der vierten Generation. Es ist der stärkste jemals von Bosch produzierte E-Bike Motor mit bis zu 340% Tretkraftunterstützung und 75 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das neue Bosch Dual Battery 1250 ist aber noch nicht dabei, daher kommt weiterhin das Dual Battery 1000 zum Einsatz. Wahlweise gibt es Ketten- oder Riemenantrieb sowie schaltungsseitig Shimano Deore XT Shadow Plus 11-Gang, die stufenlose Enviolo 380-Nabenschaltung oder die Roloff Speedhub E14-Nabenschaltung. Das Supercharger 2 wird auch mit Offroad-Paket als GX-Version angeboten. Neben der gefederten Vorderradgabel ist auch eine gefederte Sattelstütze serienmäßig. Auch eine S-Pedelec-Version mit Unterstützung bis 45 km/h ist verfügbar. Die Preise beginnen bei 5.599 Euro.